Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde, zur dritten Staffel von Dawn of War 2 Retribution. Ja, die ersten beiden Missionen der Elder-Kampagne haben wir ja jetzt bereits auf Typhon abgeschlossen und sind wir immer auf Kadiris gelandet, wie schon das die letzten beiden Mal der Fall war. Mal gucken, was uns da erwartet. Es wird garantiert Unterschiede zwischen den ersten beiden Kampagnen, die wir gespielt haben, und dieser hier geben. Ich bin mal gespannt darauf. Aber wahrscheinlich hauptsächlich erst, wenn wir so in der zweiten Hälfte sind. Naja, gut. Calderis. Das Warportal ist in der Nähe dieser Siedlung versteckt. Durch die Wilden dort ist es jedoch in Gefahr. Wir müssen diese Narren aufhalten, ansonsten gefährden sie den Rückzug unseres Kriegsheers. Dann starten wir einfach mal. Bin gleich schon mal gespannt, was für ein Fahrzeug wir als Elder kriegen, um durch die Absperrung zu kommen. Weil das ist jetzt die erste Mission, wo wir auch Fahrzeuge hier einsetzen dürfen. Oder müssen wir mit einem Transporter über die Absperrung hopsen? So ein Glück, wir sollten diesen Rohrportalknoten erobern und ihn nutzen, um schweres Kriegsgerät anzufordern. Ja. Dann nehmen wir den mal ein. Ah ja, hier ist die Absperrung, durch die wir nicht so leicht durchkommen. Und ja, wir kriegen einen, wie heißt das Teil nochmal? Genau, Falken Transportpanzer. Und mit dem können wir da wohl durchbolzen. Sergeant Lysandros, seien Sie gewarnt. Feindliche Streitkräfte wurden in der Siedlung entdeckt. Weichen Sie nicht von Ihrem Auftrag ab. Unsere Priorität ist es, jedes einzelne Gebäude in diesem armseligen Dorf zu vernichten. Space Marines, wie vorhergesagt. Mäht sie nieder wie Hunde. Eine Positionsveränderung ist unmöglich. Ein feindliches Fahrzeug greift an. So, nehmen wir einfach mal ihre Deckung nieder. Laden hier mal unsere Helden aus. Ja, wir müssen nur Sturmteams der Blood Ravens zerstören. Ohne dabei die Gebäude retten zu müssen. Hoppala. So, brennen wir sie mal ein bisschen ab. Unser Verbündeter hat ein Gebäude verloren. Ich werde es zu unserem machen. Das ist kein Ort zum Rasten. Das ist eine leichte Veränderung. In ihre Panzer helfen verbesserte Schuriken-Plattformen mit Laserlanzen. Haywire-Granaten sind auch nützlich. Sie müssen aufgehalten werden. So, dann, das heißt, mit der Laserlanze lasern wir mal das Fahrzeug weg.
Space Marine eliminiert. Gut. Es ist eigentlich schon übertrieben, dass wir jederzeit neue Warp-Spinnen rufen können. Das ist eine gute Stellung. So, die sind auch down. Und da kommt die Anti-Tank-Einheit. So, brennen wir die da mal aus. Und komm. Gut, das heißt, den Punkt da hinten einnehmen. Das Gebäudepunkt ein. Die Gebäudepunkte ein im O-Terminatoren. So, jetzt können wir neue Warp-Spinnen rufen. Sergeant Lisandros, bitte kommen. Wir werden angegriffen. Unser Auftrag ist gefährdet. Bleiben Sie ruhig, junge Brüder. Ich werde schwere Unterstützung entsenden. Sie wird in wenigen Momenten ankommen. Ja, da kommt da oben gleich ein Dreadnought wahrscheinlich runter mal wieder. Jo. Ihr habt Granaten, benutzt sie auch. Gut. Und da kommen zwei Transporter und noch mehr Space Marines. Das waren meine Gardisten. Kein Problem, ich rufe neue. Den ziehe ich mal zurück. Die Menschen sind schon.
So, neue Warp-Spinnen, weil die alten jetzt tot sind. Und Gegenangriff. So, da wir kaum Ressourcen verbrauchen zurzeit gerade. Da ich ja immer frische Warpspinnen so rufe, gebe ich einfach mal Upgrades aus. Nein, nicht einlagern. Wieder raus mit euch. Ich bin bereit. Die Hitze der Sterne in ihrer Mitte. Feindliche Krawatte! Sie schießen auf uns! Das war der Trupp. Nein, nein, mach den Kognikator kaputt. Während ihr euch hier um die Nahkämpfer kümmert. So, die raus da. Kann ich noch irgendwas Gutes rufen? Noch mehr Gardisten. So, die haben sich da drin wieder verbarrikadiert, also brenne ich sie aus. Ja, und das brauche ich gar nicht aufstellen, weil es wird sofort kaputt geschossen. Ja, habe ich keine Warpspinnen mehr? Habe ich sie schon wieder verloren? Okay, neue Warpspinnen. Mach den Cyborg mal bitte kaputt. Danke. Du heilst mal alles. Du richtest dich neu aus. Alles auf die Terminatoren. So, der ist down. Und weiter aufs Hauptquartier. Oh, das waren übrigens schon wieder Warp-Spinnen, die tot sind. Sie
Aszendant wird triumphieren. Ja, nein. Ach, Antigrav-Plattform. Sehr nett. Sie hat schon Stufe 3 erreicht. Die anderen beiden sind noch Stufe 2. Gut. Warp-Spinne-Extrakt? Die Einheiten und Optionen, die uns zur Verfügung stehen, wurden erweitert. Bei bestimmten Aufträgen sollten Sie erwägen, ohne Ruhe. Orks haben etwas an... Ah ja, Läufer. Also da kann ich dann endlich meine Phantom-Lords freischalten und ich hätte vielleicht da die Banshees nehmen sollen. Aber ich kann hier noch die Banshees nehmen oder die... Runenlaser für die Gardistentrupps, was wahrscheinlich schlauer sein dürfte, da ich Banshees nicht so häufig einsetze. Aber wir werden sehen. Erstmal die optionale Mission, um meine Walker freizuschalten, dass wir dann auf Aurelia und so weiter kommen können. Gut. Jetzt will ich aber erst einmal in den Truppeneinsatz gehen und gucken. Atomlord Champion statt ihm. Und Rat der Seher statt ihr. Sie würde ich gern behalten. Und ihn eigentlich auch gerne. Ah, dafür kann der Phantom Lord Champion gerne mitkommen. Wegen den habe ich nichts einzuwenden. Naja, ich kann halt keine Ranger so ausbilden. Die fehlen halt da unten ein bisschen. Kann ihn um Zars. Später. Ich kann den Phantom-Lord-Läufer jetzt dann freischalten. Phantom-Druiden, die wären auch nicht schlecht. Ja, gut. Das heißt für sie. Mehr Schaden durch Angriffe ist schon mal gut. Für dich. Auch mehr Schaden. Für dich. Schussfrequenz für Truppen. Das wäre eigentlich nicht schlecht, das zu nehmen. Wobei das ja auch nicht schlecht wäre, wenn ich ihn nicht einsetze. Die Energie durch die Gesundheit wieder aus. Grundleser. Immun gegen Unterdrückung. Auch für von Grundlesern angeführte Truppen wäre nicht schlecht. Also ja, ich werde bei ihm wahrscheinlich hier das untere nehmen. Und bei ihr? Energie zurückgeben, Geschwindigkeit. Ladezeiten von Fähigkeiten verkürzen. Mehr Zubehörteile. Zeitfeld. Duell der Geister. Weiß nicht, kann ich sehr Wappschirm dieses Bonus Schaden steigern. Ich glaube, ich nehme Schaden bei ihr. Also Health und Schaden. Bei ihm nehme ich Schaden und Energie. Und bei ihr nehme ich auch Health und Schaden. Und bei ihm Health und Energie.
Um den Phantom-Druiden besser zu machen. Den Phantom-Lord-Champion. Phantom-Lord-Champion ist auch eine tolle, ein toller Name. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt in den optionalen Einsatz. Orks haben etwas Ahnung von Werten, wenn sie auch sonst unbedarft sind. Wenn wir sie erschlagen, finden wir in ihrer Kriegsbeute vielleicht etwas, das uns helfen kann. Und vergesst nicht, nutzt diese glänzenden Brücken, denn da bringen Glück. Wenn Dadana Hinterhalt ist, dann wird er wohl an der Depot sein. Lasst der Feind nicht das Depot erreichen. Unbeschützter Pickups, ist mir egal, wie viele Gits von euch gemusst werden. Ich schicke ein paar Jungs zum Plündern voraus, und um sicherzustellen, dass da keine Hinterhalt ist. Erst Kanonen schicken, dann Jungs schicken, alle Sorten Jungs. Ja, der Warboss. Klatschgesicht heißt er, glaube ich. Ja, Ladevorgang. Fahr langsam, sonst zerbrichst du meine Bits, hat er gesagt. Und vergess nicht, auf der glitzernden Brücken zu fahren. Hör zu, Gitz. Warboss Klatschgesicht sagt, da liegt ein Kampf vor uns. Und wir müssen unser Zeug zum War bringen. Sorgt also dafür, dass genug Pickups am Depot vorbei und zum War kommen. Ich habe eine Infanteriegruppe gefunden. Ja, da unten laufen sie. Wir sollten davon absehen, den Ork-Konvoi jetzt schon anzugreifen. Wir suchen lieber noch eine bessere Stelle für den Hinterhalt. Radisten sind auf das Feld gezogen. Jo, ich habe mir gedacht, dass die da schon springen. Aber etwas später, spät irgendwie. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Ich werde angegriffen. Schnell zurück! So, den stürzt die Welt. Die Felsdecke auf den Kopf. Oh. Marsha Boys.